schaut's aus eigentlich mit den Bedürfnissen? Es ist heiß, ja. Ohne Tisch gegessen, das verstehe ich nicht, weil hier steht ein Tisch. Was ist das? Achso, das ist das Eichhörnchen. Boah, das sah gerade aus wie ein Wurm. Abscheuliches Schlafzimmer. Sehr heiß. Hauptzeichen. Oh, Hitzschlag. Erste Anzeichen. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hier kommt eine passive Kühlung rein. Hier kommt eine rein. Das Ding ist halt, der ist ganze Zeit am Kochen, deswegen. Was ist das? Ein Ranger namens Cooley kontaktiert dich aus der Nähe. Sie wird von Stammesmitglied der Fraktion die Kanyo vom Baum gejagt. Sie fleht um Hilfe und bietet an, deiner Kolonie beizutreten. Sie erzählt dir, dass sie 25 Jahre alt ist. Für mehr Info. Oh mein Gott. Jetzt könnte ich was probieren. Ich hoffe, sie kann verarzten. Ich mach das. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Komm. Yes, sie kann verarzten. Sehr schön. Und Tiere hat sie auch 15. Oh mein Gott, das ist gut, das ist gut. Jetzt musst du aber laufen. Das heißt, ich kann mit Daiki kämpfen. Ich muss nur hoffen. Ah, da greifen sie schon an. Ich hoffe nur einer. Ja, Füchse heißt er. Oh, aber sein Nahkampf ist 11. Okay, der wird... Jetzt wird's interessant, jetzt wird's interessant. Bonilla muss sofort hinein. Kuli kommt hier hinein. Sie, obwohl, ja, lass alle hinein. Daiki muss jetzt leider kämpfen. I'm very sorry. Ach, der greift das an. Ist das ein Sack? Volle Attacke. Voll Risiko. Irgendwann muss ich was riskieren. Come on! Komm, komm, komm. Du hast eine starke Waffe, Daiki. Come on. Yes! Sehr schön. So, Körper. Schnittmesser. Bla, 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 bla. Selbstversorgen kann ich nicht. Das heißt, sie holt jetzt, okay, wir haben hier was zum, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist der tot? Ja, der ist tot. So, du musst sofort, du musst ihn sofort verarzten, weil sonst ist scheiße. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, er kommt durch. Hier linkes Bein, rechtes Schienbein. Ja, das passt. Ich denke, das ist in Ordnung. Hitzeschlag ist halt problematisch. Das heißt, wir müssen hier auch eine passive Kühlung reinhauen. Puh. Sie kann, glaube ich, Bogen herstellen. Das kann auch sein, ja. Handwerk? Nein, kann sie nicht. Schade. Aber was hat sie eigentlich noch? Oh, Psychopath ist sie. Sie kann nichts für andere empfinden. Sie stört sich nicht im geringsten am Leiden anderer. Sie findet auch nichts dabei, wenn andere geschlachtet werden, unbegraben in der Gegend herumliegen, gefangen sind oder in die Sklaverei verkauft werden. Außer sie ist betroffen. Sie erhält auch keinerlei Stimmungsboost von Gesprächen mit anderen. Okay, das heißt, sie kann ich verwenden, um Leichen und so wegzuschaffen. So, der Hitzeschlag darf halt nicht. Das halt.
So, ich hoffe, das kühlt jetzt schön. Oh, der Sommer hat begonnen. Kann sie kochen? Nein, kann sie nicht. Was kann sie überhaupt? Nicht viel, anscheinend. Bergbau auf jeden Fall. Das macht jeder. Waldarbeit macht auch jeder. Verrücktes Tier, Hase. Oh mein Gott. Scheiße. Nicht rein! Scheiße, du musst noch mal kämpfen. Du musst noch mal kämpfen, Daiki. Schnell. Fuck. Fuck. Oh, sie kämpft aber. Fuck. Oh, jetzt ist sie auch verletzt. Okay, der wird wieder. Sie wird auch wieder. Oh, sie ist wieder fit. Sehr schön. Der Sack halt, keine Ahnung, den werde ich jetzt irgendwo abladen. Am besten hier. Hier wieder in so einer Ecke. Da kommen nur alles löschen, nur menschliche Leichen. Und das wird die Kuli machen. Kann nie ein Träger sein? Wie? Oh mein Gott, die transportiert nichts. Okay. Das Wurzelfeld steht auch, das ist gut. Oh, hier haben wir überall Reis, das kann all, das gehört alles rein, reingetragen.
So. Das kann man abreißen. Das können wir auch abreißen. Das wird dabei das Krankenbett. Oder das Gefängnis, je nachdem. Vorratskapsel. Was haben wir hier? Uran schon wieder. Weiß nicht wofür, aber wird schon passen. Kommen wir wieder gesund, Daiki. Der fehlt, der fehlt. Aber wir sind schon wieder zu dritt. Es geht wieder aufwärts. Es geht wieder aufwärts. Das freut mich. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Ja. Das Problem haben wir ja. Auf die Seite. Ja, hier kommt die Klimaanlage dann. Und die brauchen wir bald. Die Klima brauchen wir bald. Die ist halt echt wichtig. Ich mach sie schon mal. So. Apropos, die kann ich ja jetzt auch zähmen. Wir haben ja die Kuli. Die könnte ich jetzt zähmen. Die Typen. Oh, der ist sogar Bergbauer. Gut, die greifen sich die ganze Zeit die Dinger, aber egal. Kommt, nun zähmen wir ihn einfach. Gut, kann fehlschlagen, 2%, aber. Geht schon irgendwie. Warum macht da keiner mehr was? Daiki, ich sehe wieder am Boot. Neuer Rekrut. Kuli zeigte auf den Boden und forderte, dass Xosa Banmi herkommt. Xosa Banmi hat angenommen und tritt der Gemeinschaft von Kuli bei. Sehr gut. Jetzt braucht er Party. Kuli schmeißt eine Party. Jeder, der dorthin geht, erholt sich, verbessert seine soziale Energie und bekommt zusätzlich noch einen anhaltenden Stimmungsboost. Aber jetzt geht es aber ordentlich ab hier. So, wir müssen aber noch ein Häuschen bauen. Jetzt sind wir ja vier Leute. Das heißt, das wird sein Bett. Jetzt überall die passive Kühlung rein. Hier kommt eine Wand. Na, warte mal, wie war das? Hier so. Psychische Beruhigung, sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
Hier, wie weit war das? 7, genau. Bekommt die letzte dann auch noch ein schönes Häuschen. So, mit Bett und allem drum und dran. Die werde ich nämlich auch zähmen. Die Patty. So. Die nimmt sich einfach. Die nimmt sich beinhart die Mahlzeit. Die scheißt sich nix. Aber komm, sie wird sowieso ein zukünftiges Mitglied. Von daher passt das schon. Aber arbeiten kann der schon, gell? Ja. So. Kochen. Kuli. Oh, Kuli kann super kochen. Daiki, das war's mit deiner Kocherei. Ach so, kochen. Ich bin bei Tierpfleger. Meine Güte. Denk mir grad. Jagen. Kuli ist eine gute Jägerin. Bauen. Ah, der muss nicht unbedingt bauen. Vielleicht jetzt Bogen? Können wir gleich schauen. Sehr gut, neuer Rekrut. Da ist er schon. Patty hat angenommen. So. So. Boah, so viele Kolonisten hatte ich noch nie. Komplett überfordert hier. 4 Daiki bleibt der Koch. Jagen. Ja, lass mal. Bauen. Da ist Patty gut drin. 5er. Auch nicht schlecht. Können wir lassen. Bergarbeiter. 10. Oh, das ist schön. Das ist schön. Aber Bergarbeiter wird jeder machen. Langsam musst du jagen. Ja, gleich. Also wenn ich ein... ich meine, naja, muss ich jagen? Eigentlich nicht. Wir haben hier noch genug Nahrung. Aber jetzt können wir ja eventuell... Irgendeiner wird doch Handwerk mindestens 2 haben. Ja, Xusabami zum Beispiel. Ja, das passt. Das ist gut. Das lassen wir so. Das muss sie nicht machen. Waldarbeit wirst du machen. Das macht jeder. Das musst du auch nicht machen. Das musst du auch nicht machen. Forschen musst du auch nicht. So. Daiki wird jetzt hauptsächlich nur noch forschen und kochen. Wobei, ja, lass mal so. So. Aber jetzt müssen wir auch ein bisschen mehr produzieren. Ach so, wegen an Winter. Ja, aber im Winter sollten wir jetzt eigentlich klar sein. Hier, werden wir auch direkt Kurzbogen herstellen. Machen wir gleich 2 Stück. Das kann ja jetzt jeder. So, das ist gut. Jetzt ist super. Es ist echt super. Mit 5 Leuten, da geht jetzt ordentlich was voran. Heißt... Kein Vergleich zu vorhin.
Vielleicht findet sich ja noch ein Pärchen. Dann kann man wieder an Zimmer sparen. So, was ich aber nicht geschaut habe. Was haben die für Eigenschaften? Stubenhocker, schneller Geher, hübsch. Gut. Und der Kuli, das haben wir schon geschaut. Und Xosabami zu klug. Pyromane. Gut, das ist nicht so tragisch, denke ich. Mein Feuer ist schnell gelöscht. Psychisch hochsensibel. Gut, egal. Das passt schon so. Ist jetzt nicht so tragisch. Träger haben wir jetzt auch. 4 Stück, das ist gut. Da wird jetzt einiges weitergehen. Auf jeden Fall. Überfall. Warum jetzt? Oh fuck. Oh, die hat eine fucking Schrotflinte. Die hat eine fucking Schrotflinte. Wir haben nur... Okay, Kuli hat auch eine Waffe. Lass die mal droppen. Wie kann man das Messer droppen lassen? Hier so. Kuli, lass das Messer droppen. Patty, hol dir das Messer. Patty, hol dir das Messer. Hol dir das Messer. Obwohl... Warte mal. Aber irgendwie habe ich jetzt dann ja noch gut. Ah ja, genau. Er soll sich das Messer holen. Okay. Das wird jetzt was. Wir werden jetzt zu dritt. Ach du Scheiße. So. Angriff. Angriff. So. Sie wird sich jetzt hier verstecken und Kuli versteckt sich auch hier. Da ist noch eine Lücke. Ja, ja, da kommt die Klimaanlage. Wird hier gebaut. Und jetzt. Da kommt. Kathy. Wer ist entbehrlich von den dreien? Den lasse ich zuerst angreifen. Wer ist entbehrlich? Eine fucking Schrotflinte und ich habe drei Nahkämpfer mit Messer. Ich weiß nicht, wie heftig die Schrotflinte ist. Wenn die einmal trifft, der ist sofort tot. Den kannst du, glaube ich, nicht. Also, wenn es jetzt realistisch gemacht worden ist, dann wirst du den wahrscheinlich nicht retten können, wenn du von einer Schrotflinte voll erwischt wirst. Aber wer ist hier entbehrlich? Xosabanmi, Patty oder Daiki? Daiki auf jeden Fall nicht. Das alleine, weil der mein erster hier war. Und der hat schon einiges miterlebt. Also sozusagen der Chef der Truppe. Xosabanmi oder Patty?
Nicht Kuli. Ja, Kuli kann sowieso nicht kämpfen. Die geht sowieso nicht in den Fight. Die zwei Mädels haben wir hier in den Raum gesteckt. Alle auf einmal rein. Ich weiß nicht, wie sehr die Schrotflinte streut. Eine Schrotflinte streut ja immer, ja. Deswegen weiß ich nicht, ob ich sie direkt alle drei auf einmal. Ich würde einen vorschicken und zwei würde ich flankieren. Also, wenn ich es mir so vorstelle, wenn es so ist, wie ich es mir vorstelle. Deswegen, einer muss voll reingehen. Und das werden die zwei Nackten sein. Oh, hier, schauen wir mal. Patty. Coolie. Fuck, die sind beide ganz gut. Konstruktion 10 hat sie. Daiki ist eigentlich der, den man entbehren könnte. Finde ich. Der hat nur Kochen gut. Den Rest kannst du sagen, ja gut, Konstruktion, aber da ist er erst auf 5. Obwohl, sie könnte man entbehren, glaube ich. Ja, oh ja, was rede ich. Die hat nur zwei Talente, zwei kleine. Komm. Oh, das wird aber jetzt schwierig, das so zu timen, wie ich mir das vorstelle. Der geht auf Xosa. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Und auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Okay, sie schreit nicht so. Oh, die Schrotflinte, die ist gut. Von hinten, Daiki! Come on! Komm, komm! Nicht auf Daiki! Ja, nice! Wer ist verletzt? Wer ist verletzt? Wer ist verletzt? Prellung, Schussnarbe. Okay. Das ist nicht so tragisch. Die hat zum Glück nicht getroffen. Die hat zum Glück nicht getroffen. Also auch nur minimaler Schaden, sage ich jetzt mal. Oh, das ist gut. Und die lebt auch noch. Was kann die? Ja, gut. Medizin. Freundlich, depressiv. Einfache Arbeit. Lehnt sie ab. Was heißt das? Was ist das? Ist das Tragen und sowas? Kochen will sie nicht. Jetzt wird erstmal die Schrotflinte aufgehoben für Daiki. Also das auf jeden Fall. Du kriegst das Messer hier. So, was machen wir mit ihr? Soll ich sie jetzt einfach sterben lassen oder in die Kolonie mit aufnehmen? Eine 6 wäre halt auch nicht schlecht. Essen haben wir auch genug, denke ich. Ich kann jetzt jagen gehen. Nur müssten wir sie umstimmen. Hat irgendwer einen sozialen hohen Skill? Sozial 12. Die Bonilla. Das ist nicht schlecht.
Komm, probieren wir's. Fangen, wir fangen. Ich habe sowieso noch nie jemand gefangen genommen, von daher. Hier, Gefangene. Das ist ein großes Gefängnis. Oh, aber nice jetzt. Nehmen Sie gefangen. Das könnte man aber hier reinigen, das ist echt eine Sauerei hier. Hier nochmal. Nur müsste sie auch wer verbinden, sonst stirbt sie. Wer ist mein Arzt? Wer war nochmal mein Arzt? Hier Xusabanmi. Oh, aber der liegt selbst flach im Moment. Ja. Der kann sich aber selbst versorgen. Der kann sich ruhig selbst versorgen. Daiki wird... Hallo? Warum geht das nicht? Ah, sind die noch nicht reif, die Pflanzen? Töte sie, sie hat dich angegriffen. Ah, muss nicht sein. Also, ja klar, sie hat mich angegriffen, aber man kann sie überreden. Weißt, sie kann ein Teil der Gruppe werden und dann... Und 6 Kolonisten, da geht schon einiges voran dann. Das wäre schon super. Das wäre Tutti Frutti, würde ich sagen. Boah, die hat aber ordentliche Prellungen. Zusammenbruch, Patty, oh. Warum das? Was ist los, Patty? Starke... irgendjemand muss sie pflegen. Ja, kommt eh schon. Hast recht, ja. Ah, na, ich denke mir halt, du weißt. Weil die kann auch kämpfen, das ist schon mal gut. Sozial, geistige Arbeit, da kann sie forschen. Ah, der Rest ist halt meh, aber gut, ich kann sie auch irgendwann mal verkaufen oder so, weißt. Also wenn ich irgendwann mal einen opfern muss oder so, weiß ich, die Kathy hat mich angegriffen. Die wird die erste, die geopfert wird. Die muss noch wachsen, glaube ich. Oder schauen wir mal. Ja, die kann ich noch nicht ernten. Oh ja, geht. Ah, so war das, genau. Ich habe schon wieder was. Schon wieder vergessen. Hier, Daiki. Wir brauchen unbedingt
Heilwurzeln. Am besten kann das die Bonilla. Bonilla, was tust du? Ah, da. So, die kann das nämlich ganz gut. Die schnell, recht schnell. Der braucht Schlaf. Was mit dir? Die kommt durch, die hat. Komm. Vielleicht muss man ihr ein Bein abschneiden oder so, aber die kommt durch. Kriegt's halt ein Holzbein von Xosa Bani. Banmi. Vom Xosa. So, Jäger. Jäger. Kuli ist ein guter Jäger. Okay, dann kriegt sie die Waffe. Dann wird Daiki, warte mal, Kuli. Hä, aber warum ist sie so ein guter Jäger? Ach so, weil sie Tiere auf 15 hat. Aha. Deswegen. Das kann er aber auch. Das kann er auch. Aber mit der Schrotflinte zu jagen, ich weiß nicht. Muss ich mal ausprobieren. Schau mal, wie Daiki sich tut. Niemand eine Nachteule wie Daiki, oder? Nachteule. Ne, passt. Warum wird eigentlich nicht geforscht? Ist Daiki so beschäftigt ganze Zeit mit Essen machen? Dann hauen wir das mal hoch, dass er so ein bisschen seine Ruhe hat. Jetzt haben wir eh 5 Leute, beziehungsweise 6 Leute müssen wir damit verfüttern. Müssen wir durchfüttern. Verbraucht man keine Munition? Nein, das zum Glück nicht. Das wäre nervig, auch noch für Munition zu sorgen. So, aber hier. Kurzbogen, warum macht das keiner? Oh, der liegt schon. Oder? Lebt, ah, na, schläft noch. Ah, der kümmert sich die ganze Zeit ums Essen. Muss das ganze Essen die ganze Zeit hin und her tragen. Deswegen. Deswegen dauert es so lange. Ja. Unnötige. Laufwege. Haben wir. Wir haben jetzt doch eh gleich Strom, das heißt. Ah, das Ding muss weg hier. Ja. Dann mache ich das. Lass mir das noch so. Zähm das Eichhörnchen. Das könnte ich jetzt sogar, ja. Das stimmt. Ich zähme es und dann nenne ich es Kroa, okay? Du wolltest die ganze Zeit, dass ich es töte. Ich zähme es und dann nenne ich es Kroa, okay? Wenn du nichts dagegen hast.
Dann wirst du im Spiel auch verewigt. Der Daiki kommt gar nicht nach mit dem so sozial. Was? Feuerteufel? Ah, er wird eine Weile herumwandern und zufällig Feuer legen. Oh mein Gott, was ein Sack. Das darf nicht wahr sein. Oh shit, auch noch wo er Feuer legt. Ist das dein Ernst? Jetzt musst du ihm nach. Es tut mir leid. Aber ansonsten... Da kommen sie schon alle. Der Hund! Wahnsinn! Es hat schon so lange überlebt, ja, das stimmt. Es gehört eigentlich schon dazu. Bei wem willst du dann leben? Ich hau dich dann direkt zur Kuli. Also hier hau ich dich dann rein. Hier kriegst du auch dann ein schönes Bettchen. Warte mal, wo ist denn das? Da, Holzkiste. So. Das brechen wir ab. Und hier kannst du dann schlafen und das bauen wir dann auch noch. Was macht der da unten? Oh shit. Gleich geht's wieder. Kommt Leute. Okay, gut. Er hat aufgehört. Xusabami macht mit. So, aber bei ihr müssen wir noch was ändern. Glaube ich. Immer bei Sozial oder irgendwie. Ja, genau, anwerben. Verbleibender Widerstand. Reduziere Widerstand, Mama. Schwierigkeit der Anwerbung. Ich habe keine Ahnung. %82. Ist das viel? Schau mal, was passiert. Sie redet jetzt mit ihr. Okay, das hat ein bisschen gebracht. Stimmung zu niedrig. Ja, wahrscheinlich braucht die ein gescheites Bett. Die ist auch extrem heiß drin. Das heißt, sie bekommt auch gleich eine passive... Achso, die habe ich schon. Einen Auftrag geben. Ich habe kein Holz mehr, gell? Wenig Holz. Die hängt noch immer da. Wir lassen das einfach ganze Zeit jetzt. Oder wir versuchen es mit den Anwärmen. Das haben wir. Guck, machen wir noch reduziere Widerstand. Machen wir bis zu 30 oder so.
So. Hier kommt jetzt noch eine Küche hin. Das war eigentlich geplant. Dann kommt hier unten ein Aufenthaltsraum, wo sie essen können und so. Gut. Wie breit ist das? Das ist 7. Und nochmal das gleiche genau hier. Hier bis 7. Hier machen wir eine Tür. Und auch noch eine Tür. Obwohl, eigentlich könnte ich die offen lassen. Allgemein die ganze, das alles abreißen hier eigentlich. Oder? Na, es ist schöner, wenn das getrennt ist, der Schlachtbereich und die Essenszubereitung. Ich glaube, das ist besser. Gut, müssen wir halt noch eine Klimaanlage dranhauen, aber was soll's. Besser als so ein Käse. So, das auch noch weg hier. Das kommt auch noch weg. Alles mit Holz ausgekleidet. Warme Kleidung benötigt. Oh, stimmt. Das ist ja auch so ein Ding. Aber wir haben nicht so viel Leder. Da kann ich aber Stammeskleidung machen. Brauche ich nicht unbedingt. Machen wir mal 4, 5 Stück. So, Strom braucht man nämlich auch. Sonneneruption, okay, ist nicht so tragisch. Hier unten könnte ich auch noch eine Windturbine hinbauen. Verrücktes Tier, Ratte! Oje. Daiki! Der Chef muss kommen. So, wo ist das verrückte Tier? War das das verrückte Tier? Nein, das war das verrückte Tier. So, Daiki. Das muss dran glauben. Daiki, Daiki, was tust du? Was tust du? Du sollst hier raus, du sollst hier raus. Komm, komm, komm. Yes, sehr schön.
Was passiert denn da? Oh, starker Schmerz hämmert im Kopf deiner männlichen Kolonisten. Das ist nicht gut. Boah, mir fehlt so viel. Wenig Medizin, Batterien, wenn nötig, zerrissene Kleidung, Nacktheit. Ich habe alles Mögliche hier. Das gehört alles noch in den Griff. Irgendwie funktioniert da gerade gar nichts. Ich habe das Gefühl, da alles ist, irgendwie im Stillstand. Man sollte wirklich nur die, ja, ich lasse die, ich mache das jetzt überall weg, die brauchen zu lange für sowas. Ist da am besten bei Waldarbeit, dann macht er das. Na, Bonilla ist am besten, aber die kümmert sich schon um die Pflanzen. Jetzt noch Strom. Ah, der hat schon Strom. Gut. Schwerer Zusammenbruch. Warum? Was ist los? Leichtes psychisches. Oh, das ist dieses Ding. Na gut, dagegen kann ich nichts machen. So, jetzt natürlich. Das ist das Problem. Geh jetzt auf. Ciao. Alles klar, Chor. Gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Das Eichhörnchen werde ich trotzdem noch nach dir benennen, gell? Warte noch. Komm, das machen wir jetzt direkt. Geht das? Mit dem Tier wurde erst vor... Ah, okay, das geht noch nicht. Aber ich werde es nach dir benennen, gell, Kor? Versprochen ist versprochen. Solange es nicht irgendwie abkratzt oder so. Okay. Tschüss. Tschüss. Setzen wir auf 0 Grad runter. Schwupps. Wie sieht es mit dem Strom aus? Das angeschlossen, das ist gut. Zusammenbruch. Ah, die Männer. Das ist das Ding. Schaut's bei ihr aus. Wo war das? Hier.
auf 36,5. Das passt doch. Ein bisschen dann. Das Bettchen für Kroa ist schon ready. Oh, jetzt geht's schneller, ja. Das ist besser. Hier könnte man noch so einen Werkzeugschrank machen. Geht das hier auch? Nein, das geht nicht. Den Werkzeugschrank. Reduzierte Arbeitsgeschwindigkeit. Ja. Ist aber auch jetzt schön kühl, glaube ich, oder? Verdirbt den drei. Ja. Wenn ich hier jetzt eine Lüftung bauen würde. Wird das reichen? Müsste ich schauen, ob das reicht. Innen 11 Grad. 5 Grad. Na, dann müsste ich noch eine zweite bauen, glaube ich. Gekühlt ist es dann. Wenn ich das eventuell... Kostet wahrscheinlich mehr Strom, aber... Schafft er das? Na, der schafft das nicht. Ja, hier ist auch ganze Zeit offen. Weg mit dem Dreck. Hier. Mal hier weg. So, das auch. Und hier machen wir dann zu. Machen wir zuerst mal hier, sonst kommen die nicht ran. Ups. Das psychische Brummen hat aufgehört. Sehr gut.